Vorab die Spielregeln. Für unsere Spieler geht es darum, Begriffe in die korrekte Reihenfolge zu bringen. Ausgetragen wird das Duell im Best-of-Three-Modus. Sollte ein Akteur einen Begriff falsch einordnen, geht der Punkt an seinen Gegenspieler. Los geht's! Ich bin Christoph Moritz und ich schlage Matti, weil ich mich mehr für Fußball interessiere als er. Oh. Ach, muss ich mich auch vorstellen jetzt? Ja, klar. Ja, ich bin Matti und ich schlage Christoph, weil ich mir beweisen will, dass es nicht so ist. Ja, dann start. In Runde 1 geht es darum, die Stadien nach Kapazitäten zu sortieren. Christoph fängt an und... Oder euch ist alles klar, ne? Ja, okay. Okay. Alles klar. Gut, let's go. Ich nehme das Holstein-Stadion. Haben wir mit den Amateuren gespielt und das ist definitiv kleiner als unser Tempel. Gut, was nehme ich denn? Volkswagenstadion 57.000 Zuschauer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Camp Nou in Barcelona ein Tick größer ist. Deswegen kommt es über das Volkswagenstadion. Gut, als weit gereister Mann muss man das natürlich wissen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen schon Schulitäten. So. Allianz Arena in München ist größer als das Volksparkstadion, aber kleiner als Camp Nou. Was mache ich jetzt? So, Parc des Princes, wie groß ist das? Time. Oder? Ich sag ganz oder? Ja, komm, Weserstadion in Bremen ist auf jeden Fall nicht so groß wie unser Tempel und ist größer als das Kielstadion. Das musst du liefern. Ja. Signal Iduna Park in Dortmund ist größer als die Allianz Arena, aber kleiner als Camp Nou. Ja? Boah, Glück gehabt. Ich hätte gedacht, dass es kleiner als Allianz Arena ist. So, was jetzt? Das Wildparkstadion, ist das größer als in Kiel oder kleiner? Ich glaube, das Wildparkstadion in Kiel, Wildparkstadion in Karlsruhe, ist größer als in Kiel, aber kommt nicht ins Weserstadion ran. Deswegen kommt das über Kiel und unter Bremen. Da ist halt eine Trommel. Ja. Ja. Meine Spannung hochgehalten. Guck doch einfach mal vor dem Spiel da in Sandhausen auf das Ding, wie viel da drin sind. Boah, ich glaube, das Wembley-Stadion hat nochmal mehr als Signal Iduna Park, aber trotzdem weniger als Camp Nou. Ich hab's auch gemacht. Ich bitte jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Parc des Princes ist, wenn ich ehrlich bin. Stadion Hartwald. Ist auch nicht so groß. Das ist kleiner als Wildparkstadion und größer als Kiel. Kiel ist schon klein. Oder Bernabeu? Ich bitte jetzt. Keine Time. Ich glaube, das Bernabeu ist größer als der Signal Iduna Park, aber nicht so groß wie Wembley. Deswegen setze ich Bernabeu über Signal Iduna Park und unter das Wembley-Stadion. Ist größer als Wembley? Ist tatsächlich 300 Zuschauer kleiner als der Süden. Ach Quatsch, ernsthaft? Das ist so ein Palast, ey. Schön. Ja, 1-0. Oder Duke jetzt schon. 1-0 Führung für Christoph. Geh mal zurück. Ihr geht zurück, Scheiße. Genau, bei der Kategorie. Geht's um die Torschützen bei der WM. Oder bei Weltmeisterschaften bisher. Tore bei der WM. Genau. Oh, das kriegst du auf jeden Fall affin. Gut, den Anfang soll ich hinkriegen. Ich sage auf jeden Fall, dass Toni Kroos weniger Tore geschossen hat als Cristiano Ronaldo. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich nehme... Gerd Müller über Cristiano Ronaldo. So, und der nächste ist auch, glaube ich, klar, dass Klose die meisten von allen hat. Oder? Also mehr als Gerd Müller. Ab geht's.
wird ja schon ekelhaft. Jetzt schon? Ich weiß nicht, wie viel Gerd Müller hat. Ja, du hast ihn ins Spiel gebracht. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme Harry Kane. Der hat mehr als Toni Kroos, aber weniger als Cristiano. Ich glaube, Reus hat nur eine WM gespielt, oder? Ein Tor hat er gemacht. Müssen die Trainerfragen nicht mehr. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Marco Reus, oh Gott, weniger geschossen hat als Kroos. Kroos hat er damals gegen Brasilien mindestens eins gemacht. Hat er diese WM noch mal eins gemacht? Das Reus wäre auf jeden Fall weniger als Kroos. Also ist jetzt unter Kroos. Aufschlussverfahren. So. Kein Plan, wie Tore Mbappé geschossen hat. Die WM. So, was ist sicherer? Der oder der? Ich nehme Mario Götze und setze den vor Marco Reus, aber hinter Toni Kroos. Ghana und Argentinien 2014. Ja. Keine Informationen bitte von außen. Dann müsste der brasilianische Ronaldo, der hat auch, glaube ich, 15 Tore oder so. Der hat auch mehr als Gerd Müller und weniger als Klose, oder? Also ich packe jetzt mal unter Klose und über Gerd Müller. So. Zurecht, zurecht. Hat Thomas Müller schon mehr als Gerd Müller? Thomas Müller hat 5 2010 geschossen. 2014 bei der WM hat er auch 12 Tore. Keine Ahnung, wie er Gerd Müller gemacht hat. Gerd Müller hat einen Doppelpack im 74er-Finale gemacht. Junge. Thomas Müller muss eigentlich 10 Tore haben, glaube ich. Der hat dieses Jahr nicht getroffen. Gerd Müller hat doch mehr getroffen. Das war sein dritter WM, oder? Thomas Müller? Ja, aber der dieses Jahr 2014 hat er auch 5, glaube ich, gemacht. Ich setze Thomas Müller hinter Gerd Müller und vor Cristiano. Gerd Müller mehr als 10? Ja, falsch kommt. So. Lukaku müsste weniger gemacht haben als Kane. Kane hat auf 5 Tore geschossen. Und hier ist auch kein Spieler, der gleich viele Tore geschossen hat wie der andere, oder? Wenn man das bedenken würde, Marco Reus 1 hat. Wow, hier spielt ein Fuchs. Götze 2. Kroos 3, Kane 5. Hat Mbappé überhaupt getroffen? Dann Lukaku zwischen Kane und Kroos. Oder Lukaku nur, warte, ey, stopp. Oder Lukaku weniger und Kroos hat 4. Nee, ich glaube Lukaku hat 4. Hat mehr als Kroos und weniger als Kane. Pack ich dazwischen. So, also Marco Reus hat 1, Götze hat 2, Kroos hat 2 bei dem Brasilien-Spiel gemacht. Denn den Freistoß dieses Jahr müsste er 3 haben, Lukaku 4, oder hat er 5 und Mbappé 4? Also mehr als Kane hat er nicht. Kane ist doch Torschützenkönig geworden, oder? Aber hat er mehr als Lukaku? Weißt du, der hat ein Fernschusstor unten links gemacht. 1, 2, Kroos. Vielleicht hat Kroos 4 Tore und Mbappé 3. Kroos. Gut, dass ich nicht dran bin. Wie viele Sekunden habe ich noch? Time? 10? Shot Clock. Mbappé, der hat mich so oft getroffen. Ich setze Mbappé vor Götze, aber hinter Groß. Ist der überhaupt getroffen, Mbappé? Ja, 4-mal. Entfernung nach Hamburg, ja. Die zweite Liga lässt grüßen. Luftlinie. Luftlinie. Luftlinie.org. Ja. Genau so sieht das nämlich aus. Und Christoph darf anfangen. So,
Bochum hat 300 Kilometer Luftlinie. Dann nehme ich Köln hat mehr Entfernung. Die größte Entfernung, Köln hat mehr als Bochum und Kiel hat weniger als Bochum. Fast sicher. Also unter Bochum. Wir haben schon in Fürth gespielt und das war weiter entfernt als nach Köln. Oh, jetzt kommt wieder ein Medaille. So, ich glaube, dass Magdeburg weiter weg ist als Kiel, aber nicht so weit weg ist wie Bochum. Oder? Magdeburg ist irgendwie hinter Braunschweig? Nee. Magdeburg ist nicht so weit weg wie Bochum, aber weiter weg als Kiel. Also packe ich Magdeburg zwischen Bochum und Kiel. Nee, klar. Magdeburg ist eng, ne? Bielefeld ist nicht so weit weg wie Bochum, aber näher als Magdeburg. Ist das korrekt? Dann der Sieger ist Martin Steinmann. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Brutal. Damit hat er bewiesen, dass er doch mehr Fußballahnung hat. Weiß als nicht. Gedacht. Weiß ich nicht. Er ist einfach nur schlauer. Oh, nehme ich auch so. Gibt es eine Gratulation? Ich schlag den Rab.